So, wir müssen erstmal hier wieder alles einstellen. Es war ja heute ein bisschen chaotisch hier bei mir auf dem Tisch. Wann ist es denn mal nicht? Es ist eigentlich immer so. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde. Der, ja, nee, das hat ein anderer gesagt. Wie sage ich immer so schön, herzlich willkommen, liebe Modellbaufreunde. Zum alltäglichen Sonntagabendritual, dem Livebau. Ja, ich mache jetzt hier nicht alle zwei Wochen, sondern jetzt wieder jede Woche, damit wir auch mal ein bisschen zu Potte kommen hier. Ja, ich habe mir mal die ganzen Kommentare mal durchgelesen von letzter Woche und so weiter. Ja, es ist ein kleines bisschen monoton. Oh, ich habe einen Frosch im Hals. Es ist aber eben so. Ein Flugzeug ist nun mal was anderes als ein Panzer, den wir bauen. Und dementsprechend dauert das hier auch eben erstmal alles ein bisschen länger. Es ist irgendwie klar, dass wir hier 2-3 Stunden brauchen für ein Cockpit und so weiter. Und nicht hier alles schnell zusammenballern wie bei einem Panzer. Das ist ja völlig logisch. Hat man ja auch gesehen bei Dennis hier, bei Dylan. Der hat ja seinen Eurofighter ja auch in mehreren Teilen gemacht. Und hat auch sehr viel Off-Topic gemacht, also nebenbei. Und ja, es ist halt eben so. Und es ist der Bausatz, der hat eben nun mal gewonnen. Die Abstimmung und dementsprechend bauen wir halt eben auch mal ein Flugzeug. Mein Gott, wo ist da das Problem? Ich meine, wir heißen zwar immer noch Panzermodellbau alle Kategorien, aber trotzdem hat eben das Flugzeug gewonnen und wir bauen auch eben mal ein Flugzeug. So, dann werde ich erstmal euch allen Hallo sagen. Der Seppel ist da, der Nordmann, der Wikinger alias Tom ist da, Stefan, Marco, Dominik, Minos, grüße euch alle. Der Kino Mike ist da. Mike, pass auf zu deiner E-Mail mit den Modellen. Da habe ich jetzt erstmal keinen Bedarf. Wenn du mal wieder was Aktuelleres hast, was man dann auch noch bestellen kann, dann aber gerne sag mir dann Bescheid. Ja, super. Munitionskisten fürs 50er Kaliber, ja, wurden ja in der Gruppe gesucht und da hatte ich dann aber auch schon dementsprechend auch was bei mir gefunden. So, ich bin jetzt hier nämlich gerade dabei, mal hier mein Spur Glue zu schütteln hier, was dann vorhin auch das Thema gewesen ist bei der Seite, und zwar der Plastikkleber zusammengerührt mit Plastikteilen, so mit alten Gussästen. Das ist dann halt eben wie so eine, ja, Spachtelmasse. So, gut, ja, den Kugelschreiber könnt ihr immer noch erwerben und ich werde dann auch mal Preise mal festlegen. Das muss ja auch mal gemacht werden, denn sonst kommen wir hier auch zu nichts. So, wir wollen aber heute mal ein bisschen weitermachen. Wir machen heute am Cockpit weiter, haben jetzt erstmal so ein bisschen den Sitz noch ein bisschen bearbeitet. Den habe ich jetzt nochmal lackiert. Und da muss jetzt nochmal eine zweite Schicht Olivgrün drauf, NATO-Grün. Und das mache ich ganz normal mit den Sprühfarben von Armor of Mick. Und da wird jetzt einfach der Sitz bemalt. Das ist jetzt die zweite Schicht. Und die reicht dann eigentlich auch vollkommen aus, dass wir hier das Sitzpolster deckend haben. Ich habe jetzt auch mal geguckt, die Sitze, also die Gurte vom Sitz, die sind grau, die ich gesehen habe beim Original. Jetzt muss ich gleich mal schauen, wie die dann von Eduard sind, welche Farbe die hier haben. Und dementsprechend muss ich die beiden angegossenen Sitzgurte hier auch noch anpassen farblich und dann ist die ganze Sache auch schon fast fertig. Es gibt den Aces 2 Sitz mit
dem Polster hier unten in Olivgrün oder halt in Grau. Ich habe mich für das Grau entschieden und das sieht auch gut aus. Hallo Thomas, ich grüße dich. So, jetzt habe ich natürlich... So. Also, ich muss sagen, das mit den Kugelschreibern, mit den Tassen und mit den T-Shirts kommt bis jetzt richtig super an. Und dementsprechend werde ich dann mal gucken, dass ich da mal mit dem Lieferanten mal einen so einen kleinen Deal mache, dass wir dann eben Festpreise haben und dann passt das auch und wird auch alles super werden. So, wir müssen noch den Steuerknüppel noch machen und den Gasgriff. Und ich hoffe, ihr hattet alle eine super tolle Woche. Klapper, klapper, klapper. Ich suche den Gussast Nummer H wie Heinrich. Der ist mal wieder irgendwo unterwegs, wo er nicht sein soll. Das ist dieser kleine Gussast, der hat sich hier drin total versteckt. Hab ihn. So. Die anderen Sachen werden mit Revell-Farben angepinselt. Warum? Weil Revell-Farben sehr gut für Detailarbeiten sind und die trocknen auch relativ schnell. Man kann ja natürlich auch dann die Airbrush-Farben nehmen. Und sollte irgendjemand euch weiß machen wollen, dass man mit Airbrush-Farben nicht lackieren kann, den könnt ihr mal getrost einen schönen Gruß von mir ausrichten und sagen, dass derjenige absoluten Blödsinn erzählt. Es gibt solche Leute, das weiß ich selber, die versuchen einem klarzumachen, dass man mit Airbrush-Farben nicht pinseln kann. Das ist völliger Schwachsinn. Das sind die Leute, die dann eben sagen, ich bin zu faul, 2 oder 3 Schichten zu lackieren. Und dementsprechend versuchen sie euch klarzumachen oder euch weiß zu machen, dass diese Farben nicht geeignet sind für einen Pinsel. Aber wie ihr seht, hier, na, das Grün ist mit Amo auf Mick gemacht. Und dementsprechend ist es eine Sprühfarbe und es geht wunderbar. Hallo Dominik, ich grüße dich. Ja, naja, das hatten wir ja schon, ne? Da ist es. Haben wir uns ja darauf geeinigt, ne? Kaliber 40 mm Granatwerfer. Ja, naja. Aber es ist komisch, ne, dass das Eduard irgendwie da so eine Munitionskiste dir vorschreibt, die irgendwie total komisch aussieht. Die sieht überhaupt nicht nach Kaliber 50 aus. Naja. Wer weiß, wer weiß. So. Wir werden jetzt mal kurz den Sitz übernebeln hier mit Tamiya. TS80, das ist eine Sprühfarbe, das ist sogenanntes Seidenmatt ist das und das ist eine Kunstharzfarbe, also eine Lackfarbe und die sorgt eben dafür, dass die Farbe hier geschützt wird. Hier mache ich dann gleich noch ein bisschen Schwarz ran, aber wenn wir dann nachher das Cockpit ein bisschen, dass wir dann das Cockpit nachher ein bisschen altern wollen, dann brauchen wir eine Schutzschicht. Und dafür ist die Farbe echt super geeignet. Die nutze ich auch, um meine Panzer zu lackieren. Später dann einmal als Klarlackschicht, wenn die Decals raufkommen. Und dann einmal als Schutzschicht, um die Decals dann, wie der Name schon sagt, zu schützen. So. Aber wir können hier schon mal weitermachen. Ich habe jetzt hier schon mal alles verklebt.
dann kommt dann das hier drauf. Wir können natürlich dann den Sitz und den Steuerknüppel dann auch noch nachträglich einbauen. Das ist alles kein Problem. Ich hatte auch jetzt schon Kommentare gehabt, wo es dann hieß, ja, warum machst du dir so viel Arbeit? Am Ende sieht man ja sowieso nichts davon. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite, ja. Man sieht nachher ein bisschen was. Das Cockpit bleibt ja auf. Und da sieht man dann schon mal wesentlich mehr, als wenn dann das Cockpit dann zu ist. So, ne, Farbe ist getrocknet und schon haben wir ein wunderbar seidenmattes Finish. Ne, das sieht auch schon mal ganz passabel aus. Wegen den ganzen Cockpit-Details, meinte dann der Kollege, dann sieht man nicht. Doch, man sieht ein bisschen was. So, jetzt werden wir aber erstmal das kleben lassen. Dann holen wir uns mal schwarze Farbe und einen extremen dünnen Pinsel, den ich hier irgendwo hatte. Vergangenheitsform von habe. Ich hatte. So lernen wir auch noch ein bisschen Deutsch, ne? So. Ah, nee, da kann ich ja hier den vom Amo of Mick Kleber nehmen hier. Na, also wenn ihr irgendwann mal so ein Fläschchen Kleber habt, ne, wo ihr dann dieses Klebeding nicht mehr braucht, dann könnt ihr das wunderbar zum Farbe auftragen benutzen. Das ist nämlich extrem fein und spitz, das Ding. Und lässt sich super machen. Denn wir wollen ja hier kleine schwarze Striche ranmachen. Weil dann dort nämlich das sogenannte Ejection ist, also der Hebel, wo dann der Pilot dran ziehen muss, dass er sich rauskatapultiert. Und wir machen das jetzt hier nicht so extrem alle paar Nanomillimeter. Wir machen das jetzt hier erstmal so, dass man von oben sehen kann, dass es schwarz und gelb ist. So, dann haben wir aber noch ein paar kleine Accessoires, die noch dazugehören. Und da schauen wir uns jetzt mal an, was denn dazugehört noch. Deswegen das ganze gelbe Zeug lassen wir jetzt hier alles weg, das brauchen wir nicht. Hier haben wir noch ein paar Anzeigen. Dann müssen wir mal schauen, wo die noch hingehören. Ja, das ist merkwürdig, ne, mit deiner Munitionskiste da. Aber hey, naja, es ist halt eben so. Ah ja, wir müssen ja hier noch vorne noch was ranmachen, was man dann nachher sowieso nicht sieht. So, mal schauen, die Nummer 15. Fällt die so doll auf? Ja, die fällt auf, okay. So, dann müssen wir mal gucken, wo die 16 ist. Das sind nämlich diese Anzeigen hier. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Naja, gut, okay, dann werden wir das vielleicht später auch nochmal finden. Oder es ist halt eben nicht mit dabei. Komisch, die 16 und die 17. Finde ich hier nicht drauf. Okay. Nun gut, 34. Nummer 34 war noch was anderes. Das war das Ding hier. Das war auch noch was zum Falten, Biegen und hat man nicht gesehen. Ne, 34 ist das Ding hier. Das kommt noch oben drauf. Na, dann falten wir das auch mal. So. Wie bin ich auf diese Fellgruppe gekommen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke mal einfach die Erfahrung, die ich jetzt gemacht hatte mit der Wiggen. Und dadurch bin ich einfach mal darauf gekommen, dass ich mir so gesagt habe, ja, pass auf, es ist ja nicht schlimm, wenn man mal so eine Gruppe aufmacht.
weil man kann dann eben von den Fehlern der anderen auch lernen. Und man braucht sich nicht zu scheuen, seine eigenen Fehler mal zuzugeben. Es gibt eben Modellbauer, die versuchen für immer perfekt zu sein, was natürlich auch nicht funktioniert. Ich meine, nobody is perfect, das habe ich ja auch da reingeschrieben. Jeder macht mal Fehler. Und dementsprechend ist es auch nicht schlimm. Es ist doch überhaupt nicht schlimm, wenn man mal seinen Fehler mal zeigt. Und eben auch dann zeigt, wie man diesen Fehler behoben hat. Das hilft ja nicht nur jemanden selber, sondern auch dann anderen, die dann eventuell vielleicht genau dasselbe Problem hatten, ne? Und es ist ja auch nicht die Gruppe, damit man sich über andere kaputt lachen kann. Also wie gesagt, es soll jetzt nicht sein, so nach dem Motto, ich habe jetzt ein Modell gesehen, was total schlecht gemacht worden ist und das kopiere ich jetzt und poste das, damit sich die anderen genauso drüber kaputt lachen können. Also das ist nicht der Fall. Da kann man seine eigenen Fehler eben mal posten und da wird auch keiner ausgelacht oder sonst was. Nö. Ich denke mal, das war eben ja der Grund, warum ich die Gruppe aufgemacht habe. Und ja, warum denn nicht? Also man kann es ja mal probieren. Und bis jetzt kam die Gruppe auch ganz gut an. Viele haben schon ein paar Fehler gezeigt, ich ja auch. Und der gute Umgangston, das ist das Wichtigste, was damit bei sein soll. Und wie gesagt, Modellbauer sind eben Leute, die sich gegenseitig helfen. Und dementsprechend kann man auch aus Fehlern von anderen lernen. Nobody is perfect. Und wie gesagt, jedes Mal, bei jeder Sache lernt man auch dazu. Zum Beispiel, ich habe eben auch was gelernt, wo ich mir das Video von Kevin angeschaut habe, von Dunhill, wo er dann den Fullbild von seiner Grippen da gepostet hatte. Und da hatte ich erst das einmal richtig gesehen mit diesem sogenannten Spurglue, also mit dem Klebstoff, der dann vermischt wurde mit dem Plastik, also ganz dünner Kleber mit Plastik vermischt, wusste ich vorher auch noch nicht. So, und dementsprechend hat man wieder was dazu gelernt. Ja, wie gesagt, Axel, und wenn man eben die Möglichkeit hat, einen Innenraum so jetzt darzustellen, wie bei der A10 hier, warum soll man es nicht machen? Wie gesagt, vor 25 Jahren sah die ganze Sache noch anders aus. So, die 10. Wie sieht die aus? Das ist was ganz, ganz Kleines, aber die 34 brauchen wir auch noch. Die müssen wir jetzt erstmal falten. Und dementsprechend ist das halt eben bei einem Flugzeug jetzt ein bisschen aufwendiger, wenn man halt eben jetzt hier die ganzen PE-Teile ranmacht. Ja, dann ist es halt so. Wem es nicht gefällt, naja, dann kann ich es leider auch nicht ändern. Ich meine, ich versuche es schon vielen Leuten, wer mich kennt, der weiß, dass ich versuche es vielen Leuten recht zu machen. Und wenn ich halt eben mal über meinen eigenen Schatten springe und mal ein Flugzeug baue, jo, dann ist es halt so. Dann baue ich das eben auch. Ich meine, wir lernen durch jegliche Art von Modellbau. Wir lernen durch Flugzeugmodellbau, wir lernen durch Eisenbahnmodellbau und deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn man mal ein Flugzeug mal macht. Nur weil der Kanal jetzt Panzermodellbau alle Kategorien heißt, ja mein Gott. Also die Videos von den Schiffen und so weiter, die sind bis jetzt auch super angekommen. Also da habe ich auch nur ein positives Feedback bekommen. Servus, Grüße nach München wieder zurück. Ja, ich grüße auch die Leute in Österreich und in der Schweiz. Habe ich auch vergessen am Anfang zu sagen, wie der Thomas Gottschalk immer gesagt hat. Ja, so ist das nun mal. Ja, Mike, und ich mache das halt eben so, dass ich das Cockpit eben auflasse. Es ist ja dann nachher die Leiter zu sehen, wo der Pilot dann nachher da hochkraxelt. Vielleicht bastle ich auch einen Piloten noch mit dazu. Das weiß ich aber noch nicht. Der dann halt eben nach oben geht
und vielleicht gerade in sein Flugzeug reinsteigt, das weiß ich noch nicht. Das muss ich erstmal schauen. Jetzt heißt es erstmal das Ding zusammenbauen hier. Und alles Weitere wird dann eben später noch entschieden. So, lassen wir es erstmal kurz mal antrocknen und dann können wir dann das andere PE-Teil da auch noch mit dran machen. Währenddessen können wir uns schon mal an die Gurte machen. Und es ist ja halt auch eben schön, dass man so viele Sachen jetzt mittlerweile auf dem Aftermarkt kaufen kann. Denn so hat man dann auch die Möglichkeit, das Cockpit offen zu lassen. Früher, da hat man sich so gedacht, ach, herrje, dann lasse ich mal lieber das Cockpit zu, weil das dann doch eventuell schlecht aussieht. Nö, braucht man doch gar nicht mehr. Macht man jetzt einfach alles auf und dann ist gut. So, was haben wir jetzt hier? Die 19. Das sind auch ganz kleine Teile, die kommen hier nachher oben drüber. Ja, das ist für den Fallschirm. Immer einen Finger dahin halten, weil die Dinger sind so filigran. Nicht, dass dann das Teppichmonster wieder zuschlägt. So wie, da ist es. Es geht manchmal schneller, als man denkt. Es sind so kleine Teile, die sieht man ja sowieso nicht mehr, aber sie sind dran. Ich weiß, dass sie dran sind. Und das ist eben das Gute daran. Das ist immer die Situation oder immer die Frage, warum machst du dir so eine Arbeit? Das sieht man nachher sowieso nicht. Doch, ich weiß, ich habe es angebaut. Und da ist der Modellbau auch ein bisschen eigen da drin. Kenne ich von vielen anderen. Die sagen das auch. Dann sage, warum machst du das? Weil ich es kann? Nee. Die sagen halt einfach, ich mach's drauf und ich weiß, dass ich es rangemacht habe. Und das reicht den meisten auch. So, wenn man jetzt denkt, das ist hier ein bisschen zu dick drauf, das macht nichts. Das kann man nachher dann wieder abnehmen. Oder besser wieder mit dem Pinsel wieder wegnehmen. Wenn dort die Pinzette jemand dieses Teil mal nehmen würde, das ist klar, wenn die Pinzette verbogen ist, dann geht das auch nicht. Also müssen wir die Pinzette noch ein bisschen biegen. Die sind zwar ultra fein, die Dinger, aber manchmal reicht es für ein Teil, was eine Breite von gerade mal 0,3 mm hat, reicht das dann auch nicht aus. Das war der erste Streich. Wenn wir das Loch hier zumachen. Und der zweite Streich. Sehr schön. Geht gleich weiter mit einem kleinen Teil hier. Die Nummer 54. 54 klingt so, als wenn das so ein Teil ist. Mal schauen, was es hat, was es ist. 50, 52, 53. Wo ist die 54? Das ist so ein Teil, aber den Sitz habe ich jetzt schon lackiert. Das ist nicht schlimm. Nö, brauchen wir auch nicht auszutauschen. Die 23 ist dann wieder ein farbiges Teil. Da ist sie. Und auf der anderen Seite auch. Ja, auf der anderen Seite muss ich das auch machen. Die Wingen, die ich gebaut habe, oder besser gesagt noch im Bau bin, wo ja die Lackierung so katastrophal geworden ist, die hat ein Cockpit, wo sage und schreibe 45 PE-Teile mit drin sind. Und das ist schon sportlich, wie man so schön sagt. Ich komme gleich dazu, eure Kommentare zu lesen. Ich mache jetzt erstmal dieses kleine Teilchen hier drauf.
Und heute wird es keine verbogene Gabe geben. Ah, das kam so gut, wo mein Kind da bei dem Livestream angekommen ist, wo ich doch das Merchandise vorgestellt hatte. Die Gabel ist verbogen. Ja, dann biegst du da einfach wieder gerade, Kind. Mein Gott, wo ist da das Problem? Wie gesagt, man könnte hier auch das Flugzeug 0815 schnell zusammenballern. Kann man machen. Aber wie gesagt, wenn man schon hier Möglichkeiten hat, kann man sie auch nutzen. So, und ich gehe jetzt einfach mit einem angefeuchteten Pinsel nochmal drüber, um dann die überflüssigen Klebereste zu entfernen. So, jetzt kommen wir zu den Gurten. Die 11 und die 11 macht 22. So, also ein bisschen. Ja, pass auf, Dominik. Wenn man dann Teile hat, die so schön farbig sind, ja, so wie diese ganzen Teile hier vorne zum Beispiel, sind ja mehrere Teile aufeinander gemacht. Und wenn du dann die Teile mit Sekundenkleber bestreichst, kann es dann sein, dass der Sekundenkleber hier an der Seite rausquillt. Das wollen wir dann natürlich nicht. So. Das weiße Zeug ist von Armor of Mick der sogenannte Ultra Glue. Das ist nichts anderes, denke ich mir mal, als etwas feinerer Holzleim. Er hat zumindest die Farbe und die Konsistenz vom Holzleim. Vom Geschmack her weiß ich das nicht, habe ich noch nicht getestet. Und der Geruch ist auch ein bisschen anders. Und das ist halt eben ein Kleber, womit man dann sehr gut PE-Teile so ankleben kann. Wenn man PE-Teile untereinander macht, wie zum Beispiel beim Panzer, und die dann später nochmal überlackieren will, kann man auch Sekundenkleber nehmen. Also ich habe bei einigen Teilen, zum Beispiel hier innen drin, sind nochmal so eine kleinen Bodenplatten drin, links und rechts. Sieht man jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber die sind auch da drin. Die habe ich mit Sekundenkleber festgeklebt. Ist ja logisch, weil die dann später nochmal lackiert werden und dann hat sich die Sache erledigt. Also da braucht man nicht so wirklich viel Pipapo zu machen. Sekundenkleber nimmt man meistens dann, wenn man die Sachen dann nochmal lackieren will. Also, und bei dem Zeugs hier ist das halt eben so gut, dass man da, ja, wie soll ich das erklären? Da kannst du dann eben die Sachen mit verkleben und dann kannst du dann am Ende nochmal mit einem feuchten Pinsel nochmal drüber gehen und kannst du mit den überschüssigen Kleber wegnehmen und der trocknet auch transparent aus und den kann man auch nehmen, zum Beispiel sehr gut, um Klarsichtteile einzukleben. Hallo Thorsten, ich grüße dich. Ja, ja Marco, da musst du dann einfach Staubsauger nehmen, ne? Nylonstrumpf drüber und dann, ne? Das ist ja auch so ein Trick von Modellbauern, die machen dann über die Düse, machen sie dann Nylonstrumpf drüber und gehen dann drüber und so wie Gott es dann zum Beispiel will, bleibt dann dieses Teil am Nylonstrumpf dann haften und du kannst es dann wunderbar abnehmen und es ist dann zum Beispiel nicht im Sack drin oder halt eben in, wenn man einen bottellosen Staubsauger hat, dann da mit drin. Das habe ich auch schon zweimal gemacht. Und dann habe ich mir gesagt, nö, ich werde dann Laminat nehmen und dann habe ich dann das Problem mit dem Teppichmonster dann weg. Dann brauche ich dann nur einmal überzufegen, in der Hoffnung, dass ich dann das Teil finde. Und es hat meistens geklappt. So. Die beiden Gurte kommen rein. Ich weiß nicht, ob ihr nebenan mein Kind hört. Der ist mal wieder beim PlayStation spielen. Und ja, da ist es dann auch immer ein bisschen lauter bei ihm. Ist aber auch nicht schlimm. Also uns stört das hier nicht. Solange er nicht wieder um was verbietet und wieder damit ankommt, ist alles in Ordnung.
Ja, also wieder das Zeug ist eigentlich genau dasselbe. Und wenn der mal ein bisschen in der Konsistenz her, er war ja mal ein bisschen weicher, er war ein bisschen flüssiger. Und wenn der in der Konsistenz mal ein bisschen nachlässt, macht man einfach ein bisschen Wasser rein und rührt den wieder durch und dann ist auch alles in Ordnung. Also. Und er hält ewig, also ewig und 3 Tage. Also da kann man Ponal nehmen, man kann den nehmen und es gibt so viele verschiedene Sachen. Da ist wirklich die Wahl sehr, sehr groß. Wir können dann nachher mal durchzählen, wie viele Teile dann dieses Cockpit hatte. Aber so an 30 Teile kommen wir da locker auch ran. Das ist eigentlich bei so einem Cockpit mit PE-Extra-Teilen ist das eigentlich gang und gäbe, dass da so teilweise 30 bis 40 Teile drin sind. Man glaubt es kaum, aber es ist halt so. Ja gut, okay, wenn man dann noch die Möglichkeit hat, dann das Teil nochmal nachträglich zu rekonstruieren, dann ist das ja natürlich auch in Ordnung. Ich meine, viele haben da auch nicht die Lust und Laune darauf, das dann nochmal zu rekonstruieren. Aber wenn du es hingekriegt hast, super, dann freut mich das. So, und den anderen Gurt muss ich jetzt mal ein bisschen zurechtbiegen. Damit der auch ein bisschen in der Position bleibt, wie ich den haben möchte. Das ist jetzt natürlich mit immer mehr Gurtmaterial hier drin, ist es ja auch dann immer ein bisschen komplizierter, das alles hier darzustellen. Und leider ist es dann bei diesen Eduard-PE-Teilen immer ein bisschen schwierig, den Gurt so darzustellen, als wenn er da so locker da draufgeschmissen worden ist. Weil eben die PE-Teile durch das Metall eben auch so ein bisschen störrisch selber sind. Aber das wisst ihr ja. Wer schon mal Gurtmaterial aus PE raufgemacht hat, der weiß, wovon ich rede. Es soll ja eben auch nur so aussehen, als wenn es dann da so einfach da drauf liegt. Wir können ja den einen noch ein bisschen zurechtbiegen. Da müssen wir nur gucken, dass wir den jetzt hier festgehalten kriegen. Dass er uns jetzt hier nicht abhaut. Na ja, gut, dann können wir ihn auch ganz wegnehmen. So ist halt eine sehr fummelige Sache, aber wenn es nachher dann drauf ist, dann sieht es auch gar nicht mal so schlecht aus. So, und dann nehmen wir uns jetzt einen Pinsel mit ein bisschen Wasser und verschmieren dann halt jetzt hier eben den Kleber so ein bisschen. Und wenn er nachher dann getrocknet ist, dann sieht man den nicht mehr. Aber die Teile bleiben nachher original bombenfest dran. So, jetzt könnten wir nochmal so ein Remove Before Flight draufschmeißen. So ein Warnteil, das geht dann von links nach rechts drüber. Dann denke ich mir mal, das ist auch ein sehr schöner Akzent. Den hauen wir dann auch gleich mit drauf und dann ist das auch super. Ja, wenn natürlich, ihr sagt es immer so schön, ihr erinnert euch dann gegenseitig an die Daumen, das ist super, das freut mich sehr. Und ja, wenn ihr noch kein Abo habt, dann lasst ein Abo da. Ich mache mir hier nochmal so ein Schildchen hin.
Und dann freut man sich. So, dieses Remove Before Flight ist natürlich mega lang. Da müssen wir mal gucken, wie wir das überhaupt dann erstmal in Position kriegen hier. Das sollte dann einfach hier komplett drüber. Eduard sagt, das muss ein bisschen geschwungen sein. Ha, 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 ha. Ja, das ist immer so eine sehr witzige Aussage von Eduard. Wie soll man dieses denn ein bisschen so quer hinkriegen? Es ist manchmal nicht so einfach. Wir wollen natürlich, dass es am Ende auch gut aussieht und nicht aussieht wie bei, ja, keine Ahnung, wie bei Dimitris Modellbau aus der Mongolei. Jetzt nichts gegen Dimitri, weiß ich gar nicht, ob es den überhaupt gibt. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir wollen ja hier, wenn wir schon einen Livestream machen, dann sollte man ja auch wissen, wovon man redet und auch nicht irgendwelchen Quatsch hier verzappen hier. Ja, Vorhängeschlösser gibt es auch irgendwo. Ich glaube auch bei Aber. Ob es jetzt nun Bundeswehr ist, das kann ich dir nicht sagen. Oder du schaust mal bei Leopard Club. Da gibt es ja eben auch diese kleinen süßen Kettchen für die Nebelmittelwurfanlage. Und vielleicht gibt es dort ja auch dann Vorhängeschlösser. Ich meine, ich habe die schon mal irgendwo gesehen. So. War natürlich noch nicht so richtig in Position, wie ich das gerne hätte. Also werden wir das noch ein bisschen zurechtknüllen hier. Aber ich bin ja mal der Meinung, dass dieser rote Akzent hier total genial nachher aussieht im Cockpit. Das ist schon eine feine Sache. Na, guck mal, wie ich das jetzt hier so schön zerknüllt habe. Von der Seite sieht so aus. So. Es soll ja auch ein bisschen nach was aussehen. Und wenn es dann nachher so schön drauf liegt, freue ich mich umso mehr. Ja, das passt schon irgendwie. Da hinten muss es noch ein bisschen runter und dann passt das. Das ist halt eben PE. Dennis Lange liebt PE. Am besten muss jedes Modell für ihn PE haben. Für mich muss nicht jedes Modell PE haben. Außer ein Flugzeug natürlich, weil wenn ich dann so ein Cockpit dann darstellen kann, dann ist es natürlich eine coole Sache. Und hier werden wir Sekundenkleber nehmen. Hier klebt er ja schon dran. Ist ja mal cool. Machen wir von der anderen Seite einen Tropfen Sekundenkleber drunter und dann ist das auch fest. So, wo ist mein Sekundenkleber? Da ist er. Wie gesagt, ich werde mal nachher googeln, wenn ich ein bisschen Zeit habe, wegen Vorhängeschlösser. Aber wie gesagt, ich meine mal, so etwas gesehen zu haben vor geraumer Zeit. Es ist schon ein bisschen länger her. Aber ich weiß natürlich nicht mehr wo. Da bräuchte man ja schon fast ein Hirn wie ein Elefant, dass man sich da alles merken kann. So, und diese kleinen Dinger, wenn dann der Sekundenkleber gleich trocken ist, dann werden die kleinen Dinger hier an der Seite umgebogen und dann ist auch die Sache fertig. In der Zwischenzeit können wir ja schon mal zählen, wie viele PE-Teile wir an diesem Sitz dann verbaut haben. Ich kann ja auch mal zählen, wie viele eigentlich daran müssen. Nur an den Sitz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 alleine am Sitz. Der Sitz
26, 27, 28. So, Cockpit. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50. 90. 95 mit den Plastikteilen noch dazu, ne? Das ist alles nur Cockpit, sei es Sitz, sei es Anzeigen, sei es Kanzel und so weiter, aber wie gesagt, 95 Teile, das muss man sich mal überlegen, 95 Teile, ne? So viel hat teilweise manchmal ein Bausatz gar nicht, ne? Und das ist dann halt eben hier nur fürs Cockpit und das ist der Wahnsinn. So, und jetzt stellt euch mal vor, man hat dann noch das ganze Exterieur, hat man auch noch, also das, was dann draußen ran soll. Alter Schalter, ey. Katastrophe, Wahnsinn. Naja, gut. Okay, wir haben jetzt noch nicht so viel eingebaut. Also wie gesagt, beim Sitz habe ich mir 2-3 Teile gespart. Das ist auch nicht schlimm. Aber es ist schon extrem doll, was da Anteile reinkommen soll. So, wir machen aber zuerst den Steuerknüppel rein, sonst ist das ein bisschen sehr arg fummelig, den da reinzukriegen. Denn nachträglich das Ding da einzubasteln ist immer ein bisschen doof. Was man jetzt natürlich nicht mehr machen darf, wenn man jetzt schon das Cockpit lackiert hat und so weiter und man geht dann mit Sekundenkleber ran, dann darf man nicht mehr mit dem Aktivatorspray rangehen. Das Aktivatorspray nimmt man halt eben, damit dann der Sekundenkleber extrem schnell dann trocknet. Nur wenn man dann eben da schon Farbe mit dran gemacht hat, sollte man tunlichst vermeiden, da Aktivatorspray ran zu machen, denn der Aktivator löst das Plastik ab, quatscht die Farbe ab. Und das sollte man tunlichst vermeiden, dann da nochmal nachträglich mit Aktivatorspray raufzugehen. So, Steuerknüppel dran und dann machen wir auch gleichzeitig, wenn wir schon so viel Platz haben, den Gashebel ran. Der geht natürlich, dadurch, dass wir jetzt ein PE-Teil darunter haben, geht er nicht mehr mit dem normalen Kleber ran, sondern mit Sekundenkleber. Danke, ihr habt recht. So, den Sekundenkleber haben wir hier noch drin. Dann ditschen wir einmal kurz ein hier. Und dann setzen wir den da auf und fertig. Den gerade machen noch. So, wir haben da noch ein bisschen was abgemacht. Also kommt dann da noch mal ein bisschen Farbe an den Steuerknüppel ran. So, auf eine Alterung muss ich dann eigentlich mal schauen, aber eigentlich braucht dieser Sitz eigentlich keine so wirkliche Alterung. Also wenn ich mir Originalbilder anschaue von den Sitzen, die sehen nicht so dreckig aus. Wir können aber eine dezente Alterung ranmachen. Da müssen wir den Sitz dann nochmal aufkleben auf unser Stäbchen hier. Und dann nehmen wir dafür ein Panel Line Wash.
Nee, der Flieger ist noch lange nicht fertig. Das dauert noch ein bisschen. Wie gesagt, das Aufwendigste hier an so einem Flieger ist halt eben das Cockpit und Fahrwerkschächte etc. Das ist halt eben das, was am meisten auffällt. Nachher dann die Waffen und die Flügel, das geht relativ schnell. Und wenn der Sekundenkleber auch mal kleben würde, dann wäre das auch eine ganz tolle Sache. Müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir da schon Sekundenkleber unten drin. Machen wir einfach jetzt hier ein bisschen Aktivator an, den Gussast ran. Und dann sollte das eigentlich halten. Super toll. So, dann werden wir das Ganze noch einmal mit Tamiya-Spray übersprühen. Einfach als Schutz, damit da nichts passiert. So, und zwar haben wir hier ein Panel Line Wash, das nennt sich das Medium Gray. Das ist ein mittleres Grau und das können wir dazu verwenden. Aber erstmal lassen wir das hier Ganze trocknen und können aber schon mal das Cockpit einbauen. Das Cockpit haben wir schon eingebaut. Jetzt kommt noch diese Panzerplatte hier drumherum. Die verkleben wir jetzt erstmal. Und durch die zusätzlichen PE-Teile merken wir, dass das hier ganz stramm dran sitzt. Teilweise haben wir da keinen Platz mehr, also müssen wir da noch ein bisschen nacharbeiten. Wie sage ich es immer so schön, am Ende ist es ja eingebaut und da sieht es dann sowieso keiner mehr. Und solange man das, was man hier noch nachträglich alles zurecht schleift, schneidet, schnitzt und so weiter, noch gut verstecken kann, ist alles in Ordnung. So, jetzt haben wir die Seiten ein bisschen enger gemacht und dann passt es auch besser. Es ist nachher sowieso von der Panzerplatte eigentlich nichts zu sehen, naja. Aber sie ist da. Ja, Marco, also ich denke mal, es gibt irgendwo noch mal so eine Extrasätze mit Vorhängeschlössern. Und ja, da muss man halt eben mal genauer suchen. Und dafür haben wir die Gruppe hier, dass viele Leute auch suchen oder eben schon wissen, wo es sowas gibt. Und das ist halt eben das Tolle, dass dann eben nachgeschaut wird und den anderen Leuten dann Bescheid gegeben wird, hey, pass auf, da und da gibt es das und dann ist das auch super. Manchmal braucht man ja halt eben nur mal kurz in der Gruppe zu fragen und dann wird man mit Antworten bombardiert. Das ist manchmal echt der Wahnsinn. So schnell ist teilweise noch nicht mal Google. Denn wenn man zum Beispiel genau ein Teil sucht und auch nicht weiß, wonach man suchen muss, muss man erst sich ganz langsam vortasten und dann findet man das auch. Das ist wie mit Ersatzteilen vom Auto oder von irgendwelchen kleinen Gerätschaften. Wenn man dann genau weiß, wie das Ding heißt, dann ist es ganz einfach. Aber man muss erstmal wissen, wie es heißt. Ich hatte mal für den Chef meiner Partnerin, hatte ich mal so ein Verschluss von so einem Dampfgarage geschweißt, der kaputt gegangen ist. Da habe ich ja gesagt, pass auf, das wird nicht lange halten, such mal einen Ersatzteil davon. Oh nee, das gibt's nicht, hat er gesagt. Und dann habe ich dann nochmal gegoogelt und habe dann ungefähr nach einer halben Stunde habe ich genau das Ersatzteil gefunden. Von irgendeinem anderen Hersteller. Ich meine, dann sagen sie so, Hersteller, du pass auf, das Teil gibt's nicht und dementsprechend
kaufst du halt eben ein neues Gerät. So, und das ist halt eben auch blöd. Das will man ja nicht. Aber ich habe dann eben das Teil gefunden und das hat auch nicht so viel Geld gekostet. Und da war natürlich dann der Chef von meiner Frau dann sehr, sehr froh darüber, dass man es gefunden hat. Und ich war auch froh. So, jetzt kommt hier vorne nochmal das Teil drauf und wenn dann nachher das ganze Cockpit im Flugzeug drin ist, wird das dann hier nochmal schwarz lackiert. Ha! Wenn man schon vom Teufel spricht. Nee, alles gut. Nee, aber wie gesagt, gerade eben angesprochen, den Chef von meinem Frauchen und das Frauchen ist gerade online gekommen. Ja. Man möchte auch den Sonntag dann mal ein bisschen genießen und dann schaut man auch ein bisschen Livestream vom Schatzilein. Das ist schön. So. Also ich habe ja vorhin noch den M88 Bergepanzer von Revell lackiert und ich muss sagen, die Orange Line von Hataka war echt super. Also es kommt noch ein Video von der Orange Line. Und das sind halt eben Lackfarben, aber ich finde die geil. Ich finde die klasse. Und ja, kann ich nur empfehlen. Also wie gesagt, Video kommt nochmal. Und dann Farbe von Tamiya ist auch schon trocken, ne? Die Sprühfarbe. Total genial. So. Dann machen wir eben das Paneline Wash darüber und es ist auch halt eben auch nicht so schlimm, so wie Kevin auch mal gesagt hat, wenn dann hier der Sitz vom Grau her ein bisschen heller ist, das Grau vom Paneline nimmt das Ganze weg. Dann hat man nachher auch eine schöne Farbe noch, ein schönes Finish. Da kann man nachher noch ein bisschen dunkleres Grau nehmen. Das denke ich mir mal, werde ich dann auch nehmen. Also, nee, ich mache da ein bisschen dunkler. Manchmal denkt man sich, man möchte eine Farbe halt eben nehmen, weil man das nicht zu dunkel machen möchte. Und dann hat man dann doch die Einsicht, die Erfahrung und sagt sich so, okay, wir nehmen dann doch ein etwas dunkleres Grau. Nehmen wir jetzt das oder nehmen wir das? Ne, das ist zu dunkel. Ist ein bisschen dunkler. Ja, dann gehen wir beide schön denieren wie die Könige. Ja, toll. Warum macht man sowas? Da war ein bisschen zu viel Schwung. Aber so kann man auch herausfinden, das kann auch das richtige Grau gewesen sein. Jawohl. Erstmal schön vollgeschmattert hier. Macht nichts, das ist live, das ist in Farbe. So gehört sich das. Andern fährt der Kleber um. Und ich schmatter mich voll mit dem Paneline Wash. Naja, stinken tut das Zeug nur. Bah. Nachher schön Fenster aufmachen und lüften. Muss auch schön geschüttelt werden, damit erstmal sich die Pigmente hier drin erstmal schön verteilen. Manchmal hat man das auch so, dass das Paneline Wash dann nachher sich wieder auf den Grund absetzt. Deswegen muss man dann öfters mal das Zeug schütteln. Ja, das sieht besser aus. Wie gesagt, der Vorteil von so einem Paneline Wash ist halt eben, dass es nochmal nachträglich alles ein bisschen abdunkelt und dass dann eben in den Vertiefungen die Farbe drin bleibt. Man kann das Ganze jetzt erstmal schön hier einschmaddern. Dann lässt man es ein bisschen trocknen und wenn man dann sich selber sagt, oh, da ist ja zu viel drauf,
Dann nimmt man dann Verdünnung, White Spirit oder eben direkt von Ammo diesen Orderless Thinner, so heißt das Zeugs. Dann kann man dann damit auch nochmal überschüssige Farbe wegnehmen dann. Aber erstmal muss das Zeug erstmal ein bisschen antrocknen, damit es erstmal in den ganzen Vertiefungen überall drin bleibt. So. Und es geht natürlich auch nicht mit Wasser sauber. Ja, genau, Marco, das ist echt wieder was, was für die Fail-Seite ist, aber leider habe ich jetzt kein Foto gemacht, weil mein Telefon die Kamera ist. Na, so ein Pech aber auch. Ja, aber das passiert. Wem ist denn noch nie was umgefallen? So, und nachher nehmen wir dann eben die Verdünnung und machen dann den Sitz noch ein bisschen besser. So, Cockpit ist dann erstmal so weit durch. Jetzt wollen die, dass wir mit dem Flügeln anfangen. Aber wir werden uns jetzt hier ranmachen an das Teil, was hier hinten. Ne, wir fangen mit den Flügeln an. Damit wir mal ein bisschen hier zur Potte kommen. Denn das andere Teil muss ich erstmal lackieren. Und so können wir dann erstmal das Cockpit zur Seite stellen. Und können dann erstmal was machen, wo wir dann was sehen. So. Wenn man Platz braucht, nimmt man einfach mal die Hand und wischt einmal quer über den Tisch rüber. Und dann ist auch wieder alles gut. So. Wir machen trotzdem mal eine Trockenanpassung. Ob denn alles so reinpasst, wie wir das wollen. Diese Teile haben wir natürlich nur auf der Seite hier. Was ist denn? Ja, toll, das war klar. Ich möchte doch nur einmal trocken schauen, ob das alles passt. Naja, mit ein bisschen Gewalt nachher und ein bisschen Anpassung passt das nachher alles rein. Sieht das alles ein bisschen schief aus, machen wir es mal ein bisschen gerade hier. Aber passt rein. Okay, ist schon mal viel wert. Hallo Florian, ich grüße dich. So, na, hier warten wir noch ein bisschen, bis das Washing noch ein bisschen mehr getrocknet ist. Man kann da auch so ein paar Stunden warten. Also das Tamiya Panel Line Wash, da kann man ruhig mal so 2-3 Stunden warten, bis man das dann wieder ein bisschen verteilt. Und wir nutzen zwar hier kein Tamiya, sondern das von Ammo. Und wir haben es jetzt gerade um 21 Uhr und kurz vor Ende vom Stream werden wir dann mal schauen. So. E21 und D. Toll. E und D. Ganz klasse. Was haben wir hier? D. D6. Seitenschneider. Komm her. Das Gute ist ja, dass bei dem Flugzeug auch dann die Steuerflächen beweglich sind. Also zumindest so dargestellt sind, dass man sie in einem hochgeklappten oder runtergeklappten Zustand darstellen kann.
Und die 21. Und die 2. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Alles andere wird dann später noch angebaut. So. Ich kenne das ja normalerweise so, dass man erst die Rumpfhälften zusammenklebt und dann die Flügel und dann alles aufeinander aufbaut. Naja, gut, man kann es auch so machen. Hallo Hacki, ich grüße dich. Wir sind mittlerweile 31 Leute, 14 Daumen oben. Sehr schön, also. Oh, meine Pfoten stinken, ey. Ja, wenn einmal schön lecker das Panellein Wasch rüberläuft, ist das schon mal eine ganz feine Sache. Sie haben ja heute schon mit Benzin zu tun gehabt, mit Diesel und so weiter. Naja, warum nicht auch ein bisschen Panellein Wasch? Hier haben wir noch einen leichten Grat, das ist aber nicht so schlimm. Das kann man dann nachher entfernen, wenn die Flügel zusammengeklebt sind. Dann kommt die ganze Feinarbeit, Fischhaut entfernen und so weiter. Das muss jetzt noch nicht sein, jetzt kommt erstmal das ganze Grobe ab. Vielleicht müssen wir dann hier nochmal ein bisschen überspachteln an der Seite, aber das werden wir dann sehen, wenn alles dann zusammen ist. So. Das passt nicht. Ich habe 21 und die 6 genommen. Jo, das ist die 6 und die 21. Hobbyboss. Ne? Genau andersrum. Das ist die Oberseite der einen Seite und das ist die Unterseite der anderen Seite. Alter, ich werd bekloppt, ey. Also, kleiner Druckfehler. Naja, ist nicht so schlimm. Klasse. Naja. Okay, Markus, muss ich mir aufschreiben. Das ist immer so, wenn man dann so spezielle YouTuber-Namen hat, dann muss man sich die Namen dann alle aufschreiben, damit man das dann so machen kann. Aber ob ich mir das jetzt aufschreibe und später den Zettel vielleicht nicht mehr finde, ja. Also ich denke mal, es wird auch kein Problem sein, falls du dann das nächste Mal irgendwie dann reinkommst und wir sagen alle Hallo Hacki, dass das dann nicht so schlimm sein wird. Gut, wir brauchen aber trotzdem von dem Flügel die andere Seite. Ach ja. Siehst du. Das verrate ich nicht, Seppelchen. Das verrate ich nicht. Ich weiß es, nur ich sage es nicht. Ich spreche euch alle mit eurem YouTube, mit euren YouTube-Namen an. So. Übrigens, der Maler 1A5 ist schon wieder im Karton drin. Jetzt fehlt dann nur noch eben der Panzer 4 mit der Innenausstattung, den ich noch vorstellen möchte. Und dann nochmal ein anderer Panzer 4. Also zwei Panzer 4 kommen noch. Und da könnt ihr schon drauf gespannt sein. So. Hey, jetzt passt es. Ich bin begeistert. Naja, halbwegs. Hier haben wir ein kleines Spaltmaß. Wieso passt es da nicht? Das ist ja mal ein bisschen doof. So, müssen wir mal den jetzt hier anbasteln hier. Der kommt hier rein. Den können wir schon mal festmachen. Wir können schon mal kleben. Ja, richtig. Wie gesagt, sonst müsste ich mir
sämtlichen Namen irgendwo aufschreiben und müsste dann die Liste jedes Mal parat haben, wenn ich dann online gehe und wer hier das letzte Mal meine Ordnung gesehen hat, der kann sich dann vorstellen, dass ich diese Liste dann wahrscheinlich nicht so einfach finden kann. Ist auch nicht so schlimm. Ich sage ja immer, nach jedem Projekt wird aufgeräumt. Nur wenn man dann gleichzeitig so zwei, drei Projekte am Laufen hat, ist es mit dem Aufräumen dann manchmal auch ein bisschen komplizierter. Was aber auch nicht schlimm ist. Ich meine, ich habe jetzt den M88-Panzer jetzt lackiert. Da kommen dann die ganzen Feinheiten jetzt erstmal. Und dann, denke ich mal, werde ich dann nach diesem Projekt mal ein bisschen aufräumen. Übrigens, das Feedback-Video vom M88 kommt dann auch, wenn es dann lackiert worden ist. Und dann, oder wenn er lackiert worden ist, wenn er fertig ist, dann kommt das Feedback-Video. Ich meine, ihr habt ja den M88 im Live-Bau gesehen. Und wie gesagt, jetzt ist ja schon die Grundfarbe ist drauf. Was eben heißt, dass die Tarnung drauf ist. Und ja, jetzt werden dann eben die Kleinigkeiten lackiert, Werkzeug etc., Anbauteile und so weiter. Und dann wird er gealtert. Er bekommt ein paar Beschädigungen. Aber er bekommt jetzt hier nicht so eine richtig fetten Beschädigung, so wie er eigentlich dann im Feld gewesen ist. Er bekommt ein paar Kratzer ran und so weiter und das war es dann auch. Also das Schiebeschild, das Räumschild vorne, das Stützschild, das wird nochmal ein bisschen bearbeitet. Da freue ich mich jetzt schon drauf, weil ich da überhaupt gar keine Ahnung habe, wie man das dann am besten da macht. Da ist das dann auch absolutes Neuland für mich und das ist dann zum Beispiel eine schöne Vorbereitung für meinen Bulldozer, den ich noch von Menk hier habe, die D9 und ja, da muss man nochmal schauen. Jetzt momentan hat das Ding noch die Farbe grün und ja, dementsprechend werde ich dann da noch ein bisschen was erstmal mir selber angucken müssen, wie man das dann macht, weil wenn man so ein Räumschild, so ein Schiebeschild hat, dann ist es ja nachher schon fast teilweise metallisch blank. Und da muss man eben schauen, wie man das dann am besten hinbekommt. Ja. Nee, 10 Tonnen hat nur Revell. Hobbyboss hat, glaube ich, den 5-Tonner und den 7-Tonner. Aber den 10-Tonner bekommst du nur von Revell. Und der ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also ich hatte ihn damals in meiner Bundeswehrzeit mal gebaut. Und soweit wie ich mich jetzt erinnern kann, was ja schon fast 20 Jahre her ist, ging der. Also der war in Ordnung. Also er ließ sich leicht zusammenbauen und hat eigentlich keine Probleme gemacht. Vorhin hat irgendeiner auf einer Verkaufsseite hat den für 70 Euro angeboten. Nur den 10-Tonner. Muss man sich mal vorstellen. Nur wenn man irgendwelche Fantasiepreise gesehen hat bei eBay, meint man dann, den da auch zu dem Preis anbieten zu müssen. Bin ich der Meinung, muss man nicht. Nur weil der bei MBK nicht mehr lieferbar momentan ist, muss man halt eben nicht sagen, okay, ich richte mich nach den eBay-Preisen und verdiene mich da dumm und dusselig. Nee, das braucht man nicht. Und es gab halt eben viele Leute, die haben damals den 10 Tonnen GL für diesen Preis gekauft und haben sich total schwarz geärgert, als dann Modellbau König dann den wieder rausgebracht, ey, bleib doch mal da dran, Mensch, den wieder rausgebracht hat und den für 39 Euro verkauft hat. Ja, na klar. Das ist halt eben der Vorteil, wenn man so seinen eigenen Modellbaubereich hat, dass man da halt eben nicht aufräumen muss. Ne? Das ist schon mal viel wert. Wenn man es eben nur am Küchentisch leider hat, dann ist das ein bisschen doof. Ja, da gebe ich dir recht. Was heißt das? Anbauen.
So, die 17, die E17, das ist D. D wollen wir nicht, wir wollen E. Da ist die 17. Was glaubt ihr denn, wie das dann immer aussieht, wenn dann Sonntagabend dann nach dem Livestream, das sieht dann teilweise der Tisch hier so chaotisch aus, weil man dann auch wieder eigentlich alles genommen hat, was man gesucht hat. Da kann ich dann am Montag dann auch erstmal aufräumen, wenn ich dann mit den anderen Projekten dann weitermache. Marco, wenn es danach geht, worauf wir alle warten, oh, dann können wir hier auch den ganzen Abend mit füllen. Ich denke mal, die halbe Nation wartet immer noch auf den SLT 503 von Trumpeter, der schon Ewigkeiten angepriesen ist und immer noch nicht da ist. Aber das kennen wir ja von Trumpeter sehr gut. Und da hat auch der momentane Zustand auf der ganzen Welt nichts damit zu tun. Denn sie haben ihn ja schon vor Corinna angemeldet. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Also ich sage mir, wenn er da ist, dann ist er da und fertig. Also ich mache mich jetzt hier nicht heiß oder so etwas und warte jetzt. Und ich lasse dann erstmal die anderen Leute den bestellen. Lasse denen dann gerne den Vortritt. Und dann komme ich dran. Natürlich möchte ich ihn dann. Muss das so sein? Muss hier dann die Spalte da drin sein? Eigentlich ja, ne? Ich lasse dann anderen Leuten eigentlich den Vortritt, aber wenn natürlich noch niemand anders den dann vorgestellt hat, möchte ich natürlich dann auch einer sein, der dann als erster das Ding vorstellt. So wie das zum Beispiel mit dem Hobbyboss Leopard 1A5 gewesen ist. Da waren wir dann auch die Ersten, die ihn vorgestellt haben. Und das hat mich sehr gefreut. So, jetzt muss ich mal gucken, wie denn hier die Flügelwurzel aussieht bei der A10. Denn das kommt mir nämlich mal ganz, ganz komisch vor. So, mal schauen. Das habe ich mir schon gedacht. Die sind dann nämlich zu, aber wenn die Hütte hier steht, ist ein schönes Bild. Da ist der kleine Spalt auch drin. Tja, es geht um diesen Spalt hier. Der scheint dann da mit drin zu sein. Ich meine, ich denke mal, wenn das Flugzeug dann fliegt, dann geht dann. Es ist sowas wie so ein Vorflügel, denke ich mir mal. Und Tatsache, der ist wirklich auf. Ich habe hier ein schönes Bild von der A10, genau von vorne. Das muss ich euch mal zeigen. Das sieht ja richtig geil aus. Zip. Ne? Das sieht ja mal richtig geil aus. Und da seht ihr dann hier, dass der Flügel hier offen ist. Okay. Ja, man muss immer schauen. Und das Gute ist ja, dass man, hoppla, dass man das tolle Internet hat, wo man dann ganz schnell immer gucken kann, damit auch kleine Fehler eventuell vermieden werden können. So. So, jetzt muss ich erstmal kurz mal gucken. Tipps für Bundeswehrverzeihung, Lehrer 1, Panzer bis 2000, den Neuschützenpanzer oder wie der heißt. Hagi, es gibt so viel von der modernen Bundeswehr. Wenn du zum Beispiel alle Leoparden bauen willst, ne, da hast du schon genug zu tun. Also ich hatte ja hier mal ein Riesenlager gehabt, weil ich für Roland Schilling Panzer gebaut hatte. Das waren alleine schon 33 Bausätze und da war noch nicht alles. Da waren zum Beispiel die ganzen Fahrzeuge ohne Kanone, die waren da alle noch nicht mit bei. Sei es jetzt der Bergepanzer und so weiter. Oder
Transportpanzer, Truppentransportpanzer, Fuchs und Luchs und so weiter, die kannst du alle bauen. Der Mars-Raketenwerfer, den kannst du bauen. Oder Boxer GTK. Ne? Das sind alles so Sachen, die kann man alle noch bauen. Und deswegen, es ist eine Vielzahl von Sachen von der Bundeswehr, die man noch bauen kann. Also Boxer GTK ist ja natürlich bei mir auch im Live-Bau gewesen und der ließ sich echt super zusammenbauen. Also das war echt ein klasse Bausatz, muss ich mal sagen. Wäre schön, wenn Revell noch ein paar verschiedene Mission-Moduls machen könnte und dann passt das. nee, mache ich nicht. Ich mache keine Wunschliste von Bausätzen, die ich vorstellen möchte, weil sonst sage ich mir, ich möchte die auch haben. Nee, mache ich nicht. Dann passiert das dann so, wie zum Beispiel mit dem Rhino-Panzer, dass ich mir dann sage, okay, den möchte ich dann doch haben. Nein, Spaß beiseite. Also ich habe jetzt erstmal hier mein Stash, der ist jetzt erstmal voll bis oben hin. Wenn jetzt irgendwas kommt, was ich vielleicht austausche, dann ist es halt so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen etwas älteren Panzer habe, den es ja damals eben nur von der Firma gegeben hat, wie zum Beispiel, sagen wir es mal, Panther 2, den gab es dann erstmal nur von Dragon. So, dann kam er von Amusing Hobby raus. So, und dann habe ich den natürlich dann ausgetauscht. Ne? Also was Älteres gegen was Neues. Und so läuft das dann erstmal weiter. Oder wenn jetzt irgendwas kommt, was es noch gar nicht gab, zum Beispiel Bergepanzer 2, den hatte ich mir dann geholt. Ja, dann ist es halt so. Ja, ich hatte ja damals den Panzer 4 von Italeri gehabt, weil der auch gar nicht mal so schlecht war. Der war auch mit Einzelgliederkette und so weiter. Und jetzt habe ich ihn halt eben ausgetauscht gegen einen Panzer 4 von RFM. So, und dementsprechend sage ich mir, okay, so kann man das dann halt eben austauschen. Ja, Haki, wie gesagt, wenn du irgendwas hast oder so etwas, da kannst du mich auch gerne bei Facebook dann anschreiben und dann kann ich dir da mal ein bisschen was erzählen dazu. Und wie gesagt, allein an Radfahrzeugen gibt es schon so viel. Das ist der Wahnsinn. Und da ja, kann man so viel mitmachen. Jetzt gibt es dann auch zum Beispiel dann bald das leichte Artillerie-Raketensystem. Das nennt sich LARS. Ne? Ist dann die Abkürzung. Das kommt dann auch bald. Das ist dann halt eben ein Raketenwerfer auf 7 Tonner MAN drauf. Ja, und der kommt bald. Ist dann halt eben das leichte Artilleriesystem, ist dann der Gegensatz zum Mars. Also der Mars ist ja nichts anderes als der amerikanische MLRS, also nennt sich Multiple Rocket Launch System. Und halt bei der Bundeswehr heißt es dann eben nur mittleres Artillerie-Raketensystem, deswegen Mars. Mars macht mobil. Ja, und da gibt es halt eben eine Vielzahl. Und an Leoparden gibt es halt auch eine ganze Menge. Ich sage mal so, der Unterschied vom Leo 1A5 von Hobbyboss zum Menk Leopard 1A5 ist halt eben der Preis. Der Preis und ein bisschen Qualitätseinbuße. Keine Drehstabfederung drin zum Beispiel. Und ja, noch ein paar andere Sachen, die halt eben der Menk vielleicht besser hat. Aber dementsprechend hat der Menk auch einen anderen Preis. So, der Panzer hat auch einen Motor drin. Das ist eine feine Sache. Nur das Problem ist, den Motor sieht man nachher nicht mehr. So, wenn man den Motor sehen möchte nachher, muss man mit der Säge ran. Das ist schon mal ein bisschen blöd. So. Nichtsdestotrotz ist der Bausatz auch in Ordnung. Wie gesagt, ich habe ihn ja vorgestellt. Und da bin ich der Meinung, wenn man den Motor dann darstellen möchte, hat man sehr viel zu tun.
Ja, ansonsten kann man sich auch den Motor dann holen bei Perfect Scale, denn da gibt es nämlich dann auch das Interieursystem, was dann halt eben wichtig ist, damit man halt den ganzen Innenraum von dem Panzer auch darstellen kann. Weil wenn man oben in den Motor reinschaut, dann hat man sonst nichts bei dem Hobbyboss-Panzer und das ist halt eben ein bisschen blöd. Dann kann man halt auch den Motor nehmen und ihn dann an einem Bergepanzer 2 ranhängen zum Beispiel. Übrigens, wer den Leopard 1A5 von Hobby Boss hat und den Motor nicht benutzt, der möge sich bitte bei mir melden. Denn da habe ich ganz, 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 ganz großes Interesse dran. Dann habe ich nämlich auch eine Ladung, die ich an meinen Bergepanzer 2 hängen kann. Ich wollte ja zwar eigentlich das Powerpack vom Leopard 2 ranhängen, aber wenn irgendwann mal der Bergepanzer Büffel kommt, dann ja, hat es jetzt sowieso erledigt. Dann kommt dann das an den Büffel ran. Ja, Roland Rad, Roland Kette. Mensch, geile Systeme, leider ausgemustert. Habe ich damals Roland Kette hatte ich auf dem SLT gefahren. War eine coole Sache. Ja, also Flugabwehrsystem auf dem Mardergestell. Coole Sache. So, und hier müssen wir uns jetzt mal gucken, wie wir dann diese Klappen darstellen, dass sie dann im runtergelassenen Zustand sind. Hier genau dasselbe. Man kann sie so reinschieben, dass sie dann eben drin sind, oder man kann sie rausschieben. Da muss ich halt mal auch mir mal Originalbilder anschauen, wie weit die Dinger dann runterkommen. Aber ansonsten passt das eigentlich auch alles super toll hier rein, ne? So geschlossen und so dann vielleicht draußen. Muss ich mal schauen. Da gibt es ja auch dann ganz, 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 ganz tolle Bilderchens. In der Anleitung sieht man nichts von den Flaps. Schade. Ja, aber das ist ja immer das Problem mit Resin. Es ist so teuer und das ist halt eben das Blöde daran. Sonst würden ja viele Leute sich das holen, aber ja. Dementsprechend hat das Ganze auch seinen Preis natürlich, ne? Ach so, die hier an der Seite, das sind Bremsklappen. Die gehen nach links und nach rechts auf. Gut, können wir hier natürlich nicht darstellen. Schade. Die gehen nach oben und nach unten. Blöd. Müssen wir mal machen jetzt. Das geht nicht anders. Das hätte man ja auch vorher mal gucken können. So, also schauen wir mal nach den sogenannten Flaps. Ach ja. Schade, dass man die Bremsklappen so nicht machen kann, dass man sie geöffnet darstellen kann. Wir gucken nochmal uns die an, wie sie von innen aussehen. Von innen sehen sie natürlich dann, ja, von innen wäre das dann natürlich dann hier geteilt, wenn ich das hier gerade so schön sehe. Ist aber auch blöd gemacht, ey. Wer macht denn sowas? Das macht nur Hobbyboss, ey. Schaut mal, ne? So sieht die Bremsklappe aus. Na, auf der einen Seite sieht man hier das Teil, was da ist, und da ist es natürlich nicht. Kann man natürlich hier nicht darstellen. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Es ist hier nur so eine Kante drin. Schade. Naja, okay. Also werden wir uns das dann. Hätten wir uns ja auch hier den ganzen Quatsch hier innen drin, hätten wir uns ja auch sparen können. Naja. Außerdem sieht es dann auch besser aus, meiner Meinung nach, wenn dann das Flugzeug dann da steht und die Bremsklappe jetzt hier eben nur so da drin hängt. Komm mal rein hier. Da müssen wir, schaut mal, da müssen wir hier auch noch ein bisschen was dran arbeiten. Nee, andersrum.
Seht ihr? Und wir haben die Bremsklappe. Das ist auch schon wieder was ganz anderes, denn die Bremsklappe muss eingebaut. Hä? Was ist das für ein Blödsinn hier? Das Ding soll nach oben sein. Moment, wir haben hier noch die Google-Suche auf. Da haben wir hier die ganzen Flaps hier zu sehen. Man muss halt eben immer nur einen guten Suchbegriff hier eingeben und dann sieht man das alles. Denn wir wollen hier auch nichts Falsches machen. Da ist ein schönes Bild. Die Kanten sind nach unten. Die sind nicht nach oben. Wieso sind die hier nach oben? Die eine Kante ist neutral und die andere Kante ist nach oben. Oh nee, das ist ja mal hier eine Katastrophe hier. Die wollen doch tatsächlich, dass die Kante nach oben zeigt. Also da, die lasse ich jetzt erstmal außen vor. Da muss ich dann nochmal genau schauen, wie wir das dann machen. Da bin ich mir jetzt hier noch nicht so hundertprozentig sicher. Nee, pass auf, das ist halt eben so. Die wollen, dass man den... so einbaut, dass die eine Kante hier nach oben ist. So. Ob das jetzt nun aber so zu hundertprozentig ist, da muss ich erstmal noch ein bisschen googeln und muss dann erstmal schauen, ob das überhaupt so ist, wie das jetzt da dargestellt ist. Ich denke mal eher ja. Und hier bei den Flaps muss ich das dann auch nochmal dementsprechend googeln, wie das dann am besten da aussieht. Wir lassen sie jetzt erstmal raus und machen jetzt erstmal mit dem anderen weiter, bevor wir jetzt hier nämlich 17 Mal anfangen zu googeln, machen wir lieber weiter und ich mache dann ein bisschen offline dann eine Suche. Nee, es ist schon der richtige Flügel. Ne? Das sieht man ja hier. Und hier sieht man in der Anleitung, dass diese Kante hier nach oben zeigen muss. Da bin ich mir aber nicht so zu 100% sicher. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal so und schaue mir dann offline nochmal ein paar Bilder an. Aber wie gesagt, jetzt schaue ich da nicht nach, denn wir wollen ja hier ein bisschen was sehen und wollen jetzt hier nicht das haben, wo ich jetzt hier die ganze Zeit über nur am Googeln bin. Hallo Montes, ich grüße dich. Ja Nordmann, wie viel sind es denn, auf denen du dein Unwesen getrieben hast? Also ich habe dann... Bei mir ist das so, ich wollte sie dann alle mal bauen, die ich auf dem SLT transportiert habe. Und das ist auch schon eine ganze Menge. Da war auch sehr viel Auswahl. So, Positionslicht dran. Hier ist das auch alles bei der A10 ein bisschen grober ausgeführt, weil ich glaube, die Ingenieure haben hier sich gesagt, das Flugzeug ist nicht so sehr auf Aerodynamik gebaut. Es ist schon ein bisschen auf Aerodynamik gebaut, aber hier müssen dann halt eben die Positionslichter nicht so abgeflacht und nicht so rund sein wie bei Kampfjets oder so etwas, so, ne, die ja mehr auf Aerodynamik stehen. So. Siehst du? Tamiya zeigt die Kante nach unten. Hobbyboss zeigt die Kante nach oben. Also was machen wir? Bisschen doof, ne? Nun gut. Nichtsdestotrotz, dann warten wir halt eben ein bisschen, bis ich dann mal gegoogelt habe. Aber trotzdem danke dir, Klaus, für diesen schnellen Einwurf. So. Den Tamiya-Bausatz hatte ich eigentlich auch gehabt. Aber
den hatte ich dann auch gleich dann wieder verworfen, nachdem ich die Oberflächen gesehen habe, wo dann halt eben die Panel Lines, also die ganzen Blechstöße alle erhaben gewesen sind, habe ich mir so gedacht, nö, das muss man dann auch nicht machen. Da war mir dann eben das Geld ein bisschen zu schade. So, hier werden wir dann offline mal erstmal sprühen, denn wir müssen ja hier mit Weiß ran. Und das ist natürlich hier auch sehr, sehr interessant, denn da muss ich, kann ich das jetzt hier auch noch nicht festkleben, da muss ich dann erstmal mit Weiß hier den Fahrwerkschacht erstmal sprühen. Da werde ich mir hier mit dem Messer eine Markierung machen. Auf der anderen Seite genau dasselbe. Damit ich dann schauen kann, wo ich dann eventuell alles abkleben kann, damit ich dann das lackieren kann. Natürlich müssen wir dann erstmal noch den anderen Flügel zusammenbauen, damit wir dann simultan auch das alles lackieren können. Denn es bringt ja nichts zu lackieren und dann sagen wir uns dann so, hey, hätten wir auch mal gleich den anderen Flügel lackieren können. Ja, ein Hauptwaffensystem, Wolf, geil, super, wunderbar. Cheffahrer bestimmt, ne? ja. Ja, vom Sattel, also vom Conti habe ich dann auch noch Einweisungen und Überprüfungen bekommen. Das war, wo wir dann mal ein paar Monate in Mechernich gewesen sind, im Gerätehauptdepot. Und da musste dann von der Obertageanlage einiges in die Untertageanlage gefahren werden. Ja, und dann haben wir dann halt mal eben mal schnell Einweisung, Überprüfung auf Conti gekriegt. Ansonsten, ja, 10 Tonner, ne? GL, T-Mill und so weiter. Das war auch alles so das, was ich gehabt hatte. Multi auch, aber bei mir war hauptsächlich dann die beiden SLTs dann. Da, wo ich dann mit die meiste Zeit drauf gedient habe. Aber wir hatten dann auch öfters mal Gelegenheit gehabt, dann sämtliche anderen kettengetriebenen Fahrzeuge auch mal selber fahren zu dürfen. Ach so, du hattest einen Fahrer. Wow, nicht schlecht. Was für ein Dienstgrad warst du? Bist du noch aktiv oder wie schickt sich das bei dir? Also es war entweder Spieß oder KP-Chef oder Kommandeur. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Unser Chef ist damals auch mal gerne gefahren. Wenn es dann hieß, mal loskommen, fahr ins Gelände rein. Da ist der Chef dann gerne gefahren. Da hat er seinem HG gesagt, los HG, rück zur Seite, jetzt fahr ich. Aber HG durfte dann trotzdem immer waschen. Ja. Aber unser Chef war damals so cool, der ist dann meistens gleich am McDonald's rangefahren, weil er ein absoluter McDonald's-Fan gewesen ist. Ja, und welcher AD-Dienstgrad ist es? Wenn du schon deinen eigenen Fahrer hattest, dann, ne? Bin ich jetzt mal gespannt, was du AD bist. Also ich tippe jetzt mal auf Hauptmann. Also, ne, mit deinem Chef. Also, da eben, wie gesagt, ich kenne nur eben Spieße, Hauptfeld und Stabsfeld, die ihren Fahrer hatten. Wenn es dann immer hieß, dann
Essen rausfahren und so weiter. Dann ist dann halt eben dann einer aus dem Gezi verurteilt worden, mit dem Spieß rauszufahren. Was natürlich aber auch mal Spaß gemacht hat. Naja, siehst du, trotzdem, Offizierslaufbahn ist eine feine Sache. Alles super. Ich sage mal so, wenn man auch Einsatzoffizier gewesen ist und dann sein eigenes Fahrer hat, ist es schon alles in Ordnung und dann ist doch alles super. Und ich finde es auch schön, dass halt auch so viele Ehemalige mit dabei sind und dass man halt dann eben seine Erfahrungen austauschen kann. Ja, stimmt, da war ja was, ja. Bis zum Oberleutnant konnte man ja noch gehen. Ohne Studium, alles andere ging ja mit Studium, ja, nur. Ja. Oh ja, Mike, oh Hilfe, vergessen dir Tschüss zu sagen, tut mir leid. Ja. Marco, was meinst du jetzt, was weiß lackiert worden ist? So, ja. Okay, alles klar. Weiße Fahrzeuge, blauer Helm. Na, das war doch damals dann so, wie das jetzt bei den Offizieren gewesen ist. Ich weiß zum Beispiel, dass wenn du irgendwo Geselle gewesen bist, nehmen wir mal an, du bist Maurer oder du hast ein Handwerk gelernt, sei es Maurer oder sowas, konntest du bei den Pionieren direkt als Hauptgefreiter anfangen. Bist du dann gleich höher eingestellt worden. Also das war jetzt hier in dem Zeitpunkt 2000 so, ne, in dem Dreh. Danach hat sich ja sowieso alles ein bisschen geändert. Ja. Wenn du einen Geselle hattest und dann halt eben da bei den Pionieren anfangen konntest, zum Beispiel als Maurer oder Stahlbetonbauer, bist du gleich als Hauptgefreiter eingestellt worden. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen Meister hattest, hattest du schon gleich Feldwebellaufbahn. Also so war das dann halt eben. Und dann kam halt eben Fachunteroffiziere und so weiter. Und so ist das halt eben bei den Offizieren auch. Hast ein Studium, konntest dann gleich als Hauptmann weitermachen. Wie jetzt ganz genau? Da das nun war, kann ich dir jetzt nicht sagen, aber wir hatten jetzt zum Beispiel bei uns damals in der Grundausbildung einen, der hatte damals Koch gelernt, hatte dann auch das fertig gemacht, also hatte dann den Gesellenschein gehabt und ist dann gleich als Hauptgefreiter dann ja eingestellt worden, sagen wir es mal so. Ne? Der auch gleich Dings gemacht hier, Soldat auf Zeit und ja. Dann hatte er dann eben seinen Hauptgefreiten schon in der Tasche gehabt. So. Ich selber hätte bei den Pionieren auch anfangen können, weil ich ja Maurer- und Stahlbetonbau gelernt habe. Aber da war hier in der Nähe von Berlin, weil ich ja damals noch in Berlin gewohnt hatte, nichts frei gewesen. Und dann hatte ich irgendwie mal ein Video gesehen. Aber das war damals, hieß es noch, die dümmsten Autofahrer der Welt. Und da ist irgendeiner auf der Flucht gewesen. Ich glaube, mit dem Trabi. Total geil. Und auf der Flucht mit dem Trabi. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Aber ich glaube, der Trabi hatte damals einen Polo-Motor eingebaut gehabt. Und der wurde auf der Autobahn blockiert von einem SLT. Wo ich das Monster gesehen habe, habe ich mir gedacht, das willst du machen. Das willst du haben, ne? Das willst du fahren. Ja, also bin ich dann bei mir bei der Musterung dann rein und so gesagt, hier, komm, pass auf, ne? SLT fahren, wie sieht's aus? Ah, ganz schwer. Ist erst was in der Nähe von Koblenz, fährt frei. Na gut, okay, machen wir. ja, Dominik, okay, bei der Marine. Glaube ich, da sieht es auch alles ein bisschen anders aus. Da ist das sowieso alles ein bisschen merkwürdig.
Kevin, ich habe jetzt auch hier einen Pendeline-Wash ran gemacht, nur ich habe das jetzt noch mal ein bisschen anders gemacht, so wie du. Du hast ja komplett gemacht. Ich habe jetzt hier noch mal ein bisschen mit Verdünnung noch mal ein bisschen nachgemacht, denn das wurde dann ein bisschen zu dunkel. Aber ansonsten denke ich mal, kann man den Sitz so lassen. Der muss jetzt erstmal trocknen. Die Verdünnung muss jetzt da ein bisschen wegtrocknen. Und dann schauen wir mal, wie denn die Farbe sich verhält. Und dann gucken wir nochmal, ob wir dann vielleicht nochmal ein bisschen Tamiya drüber sprühen müssen oder nicht. Falls jemand sich noch mehr für Flugzeuge interessiert, kann ich auch nur das Video von Kevin empfehlen, wo er die Grippen von Italeri gebaut hat. Und die ist echt super geworden. Der Bausatz hat schon so seine Tücken gehabt, weil Italeri auf einigen Gebieten noch nicht so gut ist. Aber bei Flugzeugen sind sie eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber Kevin hat das Ganze auch super umgesetzt und hat ein super Bild, ein super Bild, ja, nee, ist klar, ein super Video gemacht, wo er das Flugzeug gebaut hat. Schaut es mal euch an. Das ist echt super geworden und daher auch die Idee mit diesem, wo haben wir den jetzt schon wieder hin? Den Kleber hier mit den Gussastresten, die Matsche hier, ne? Und den Tipp kannte ich vorher auch noch nicht. Jetzt ist die ganze Kacke hier am Grund, aber da muss man eben noch warten, bis sich der ganze Mist hier aufgelöst hat, bis es eben ein bisschen zähflüssiger ist. Aber sonst das Flugzeug echt geil umgesetzt. Hut ab, Chapeau, sagt man dazu, ne? Also wenn du Land- und Baumaschinenmechaniker bist, dann könntest du in irgend, also wie es jetzt ist, weiß ich nicht, aber ich denke mir mal, da hättest du gute Chancen bei der Bundeswehr in der Instandsetzung anzufangen. Da denke ich mal, wäre das für dich richtig gut. Ob du denn dann da höher eingestellt wirst oder nicht, das kann ich dir nicht sagen, weil ich aus diesem Metier schon viel zu lange raus bin. Ja, Kevin, wie gesagt, wenn jemand eine gute Arbeit macht, ne, und die hast du gemacht, dann kann man das auch gerne erwähnen. Also, ne, das ist ja echt klasse geworden, das Flugzeug. Auf jeden Fall waren, glaube ich, bei dir nicht die Teile mit links und rechts vertauscht, so wie das hier der Fall ist. Sag mal, wieso will dieses Teil hier nicht passen? Ey, ich werd weich. So. Und jetzt bleibe bitte da. Das muss nämlich jetzt hier hinten auch zu, weil dann nachher die Landeklappe da dran ist. Unser Dennis, der ist ja momentan, weiß ich gar nicht, ob er Livestream gucken darf oder nicht. Oder ob ihn seine Frau noch eingespannt hat. Ja, mal schauen, ob er vielleicht noch dazu kommt oder nicht. Also ich habe jetzt nicht so wirklich darauf geachtet, ob er schon mit in den Stream reingekommen ist. Vielleicht hat er mal ganz kurz mal reingeluschert. Und da schauen wir mal. Ja, also hör auf Dominik und der kann dir in der Marine da echt gute Ratschläge geben als Küstennebel. Nee, also was Marine angeht, da ist er super mit bei. Die Frage ist ja natürlich, ob dir dann Marine liegt oder nicht. Das ist jedem so seine eigene Sache. Kommt immer drauf an. Ja, man muss sich dafür interessieren.
Wenn man sich jetzt, sagen wir mal, nicht für Flugzeuge oder für Schiffe interessiert, braucht man nicht in die Luftwaffe oder in die Marine zu gehen, sagen wir es mal so. Man muss schon irgendwie Interesse dafür zeigen, ist ja wohl logisch. So, also gehen wir hier nochmal mit Tamiya drüber, weil der Sitz ungleichmäßig glänzt. Jetzt glänzt er erstmal gleichmäßig. Ja, das habe ich jetzt mittlerweile auch mitgekriegt, dass sich extrem viel bei der Bundeswehr verändert hat. Allein schon damals bei mir in meiner aktiven Zeit war das ja dann noch mit Fachunteroffizier, dass du dann nicht mehr der normale Unteroffizier warst, sagen wir es mal so, sondern dass du dann eben ja, ein Fachunteroffizier machen konntest. Zum Beispiel, wenn du dann im Transportbataillon anfangen wolltest, dann hättest du dann richtig gute Chancen gehabt, wenn du dann dein Disponent gemacht hättest oder was weiß ich, das gelernt, ne, oder so ein Bürohengst gemacht hättest. Ja, oder Berufskraftfahrer, ne, dann wäre das ganz einfach geworden. Ja. Wie war das damals? Wir wollten uns eigentlich dann nach meiner aktiven Zeit, wollten oder kurz bevor das zu Ende ging, wollten wir uns damals in Delmenhorst bewerben nochmal, weil wir alle den Berufskraftfahrer gemacht haben. Und da hieß es dann damals in Koblenz, nein, hier könnt ihr nicht mehr weitermachen, denn wir sind dann nur noch Nachschub und kein Transport mehr. Das heißt also, ihr hättet nicht über den BFD den Dings machen sollen, den Berufskraftfahrer, sondern irgendwie was so ein Bürojob oder sowas. Ja, naja, das ist halt eben immer ganz, ganz komisch damals gewesen. Du brauchtest also für einen Fachunteroffizier, brauchtest du dann eben dementsprechend den richtigen Job. Ansonsten hast du in die Röhre geschaut. Und dann hieß es auch, dass du, wenn du einen Fachunteroffizier gemacht hast, dass du dann auch nicht mehr zum Beispiel die 3 Monate Unteroffizier gemacht hast, wie der ja, richtige Unteroffizier damals gewesen war, sondern dass du da irgendwie da was, nur so einen kurzen Lehrgang gemacht hast. Es ist kompliziert gewesen. Ob ich es heute nochmal vielleicht machen würde, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es hat sich ja extrem viel geändert. Naja. So, dann kleben wir hier schon mal ab und dann können wir vielleicht heute noch sogar noch ein bisschen weiß lackieren. Ich sag mal so, Gott sei Dank ausgemustert. Also die Bundeswehr hat mir sehr viel mitgegeben in meinem späteren Werdegang und auch später in meinem Leben. Also die Kameradschaft, die es damals gegeben hat und heute natürlich auch noch, die möchte ich nicht missen. Also es war echt klasse. Da hast du auch Respekt gelernt, Respekt vor anderen, was dann zum Beispiel der, ich sag's mal ganz vorsichtig ausgedrückt, der Millennium-Generation, also alle, die jetzt so 2000 geboren worden sind, die haben das nicht mehr. Wenn ich mir so angucke, wie einige Jugendliche so extrem vorlaut sind, große Klappe haben und so weiter, ne? Kein Respekt gegenüber anderen, da wünsche ich mir wirklich die Wehrpflicht wieder zurück. Denn das ist halt eben so eine Sache, wo mir extrem krass die Hutschnur hochgeht. Nee, also Respekt haben die jungen Leute heute überhaupt nicht mehr. Und das lernt man, wenn man zum Beispiel bei der Armee gewesen ist. Es kann vielleicht irgendwo gut gewesen sein, dass die Wehrpflicht abgeschafft worden ist.
Meiner Meinung nach war es ein Fehler. Ob nun die Gelder, die da eingespart worden sind, tatsächlich bei der Bundeswehr geblieben sind, wage ich ganz, ganz stark zu bezweifeln. Denn die extreme Sparerei ging ja dann noch weiter. Also das ganze Geld, was sie hätten gespart, dadurch, dass sie ja den Grundwehrdienst abgeschafft haben, hätten sie auch mehr in die Ausrüstung der Kameraden und Kameradinnen stecken können. Und ja, das ist meine Meinung. Ja, also ich bin der Meinung, dass das ganze Geld, was da eingespart worden ist, durch die Abschaffung der Wehrpflicht, dass das nicht in der Truppe geblieben ist, sondern für irgendwelchen anderen Blödsinn ausgegeben worden ist. Und ja, brauchen wir eine Gorch-Fock? Nein, brauchen wir nicht. Wir brauchen das nicht. Wir können die 140 Millionen oder was der ganze Scheiß da kostet, oder 14 Millionen, keine Ahnung, das kann man woanders in der Bundeswehr ausgeben und damit den Leuten, die im Einsatz sind, bessere Ausrüstung kaufen. Man muss dieses Boot nicht mehr haben. Das kann man einem Museum geben und dann soll das Museum mit Spenden oder so etwas den Kahn wieder flott machen. Aber naja, da werden Millionen, Milliarden ausgegeben für so ein Prestigeteil. Was anderes ist es nicht. Um dann halt eben zu zeigen, jo, ne, wir haben eine Gorch-Fock. Toll, ganz toll. Naja. Ob ich mich jetzt damit irgendwie unbeliebt mache oder nicht, das weiß ich nicht. Aber es ist halt eben so, jeder hat auch seine eigene Meinung und ich denke, viele würden mir auch zustimmen. Denn die Offiziere oder alle, die, was weiß ich, Offiziere machen bei der Marine, die können auch auf einem anderen Boot spazieren fahren. Ja, es wäre natürlich toll, Montes, ne? Also das, was... Ich muss mal die Tür zumachen, der Kompressor ist ein bisschen laut. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie der momentane Stand ist, was F-18 Super Hornet angeht für die Bundeswehr oder für die Luftwaffe besser gesagt. Ich würde mich freuen, wenn sie das Ding holen würden. Viele würden jetzt sagen, ja, wozu brauchen wir die und so weiter. Es ist auf jeden Fall eine bessere Alternative, als zu warten, bis sämtliche Genehmigungen und sämtliche Umbauten für den Eurofighter da sind, damit der in der Lage ist, das zu machen, was eigentlich die F-18er machen sollen. Um diese Waffen tragen zu können, die eigentlich da, ne, gemacht werden sollen. Ja. Und ich sage mal so, das Waffensystem Super Hornet ist ein super tolles Waffensystem. Ich sage mal so, wenn eine Nation ein Flugzeug verbessert und seine ganze Flugzeugträgerflotte damit ausrüstet, dann kann das Waffensystem ja nicht so schlecht sein. So. Ob es jetzt nun so ist, dass es wieder vorbei ist, die Überlegung für eine F-18, das kann ich auch nicht sagen. Ein Gemeinschaftsprojekt wird viel zu lange dauern. Schaut euch den Eurofighter an. Eurofighter, lass es ein gutes Flugzeug sein. Es fing damals mit Jäger 90 an. Wenn wir jetzt rechnen, wir haben 2020. Ne? Und er hat immer noch nicht die Rolle, was der Tornado übernehmen soll oder übernommen hat. Und das sind jetzt 30 Jahre mittlerweile. Da kann man sich mal ausrechnen, was denn ein anderes Projekt in der Gemeinschaft kosten würde und dauern würde. Ich glaube,
da wäre es wesentlich besser, andere Flugzeuge zu kaufen, die schon fertig sind, die schon entwickelt sind und die auch die Aufgaben übernehmen können, anstelle, was weiß ich, wie viele Milliarden, ich rede Milliarden, ne, das sind Zahlen mit so vielen Nullen und das sind alles Steuergelder. Das ist unser Geld, das ist dein Geld, das ist mein Geld und das wird alles zum Fenster rausgeschmissen. So, und am Ende lasse ich alle wunderbar entwickeln und so weiter. Können sie auch alle gerne machen. Aber wer weiß, ob das Waffensystem nachher überhaupt funktioniert. So, A400M, ne, wie Nordmann schon geschrieben hat. Das beste, ne, beste Beispiel. A400M war das Vorzeigeprojekt. Wir möchten ein Transportflugzeug bauen. Was war? Was ist? Wird kaum geflogen, weil irgendwo irgendwelche Fehler sind. Wir hätten damals die C-17 Globemaster hätten wir leasen können. Wir hätten vom Russen die Antonov holen können. Ne? Nein, es muss ein Gemeinschaftsprojekt wieder sein. Super toll. Das letzte gute Gemeinschaftsprojekt war der Tornado. Das war's. Richtig, genau. Und dann auch noch veraltete Herkules zu kaufen. Ne? Also blöder geht's nun gar nicht mehr. Das ist genauso wie damals das Projekt Global Hawk. Jo, wir haben die Eurohawk. Ganz geil. Scheiße. Darf aber bei uns nicht fliegen. Ganz toll. Also, ey. Manchmal denke ich mir, ich werde Berater bei der Regierung. Brauche ich nicht viel zu machen, verdiene aber gutes Geld. Hat man ja gesehen bei den Beratern für die Gorch-Fock-Geschichte. Ich meine ja mal Gorch-Fock-Skandal. Naja, aber wie gesagt, es ist so viel Geld geflossen für Berater, die keine Ahnung hatten, hätte man das auch selber machen können. Da hätte man sich lieber einen ehemaligen Marinesoldaten nehmen können und der hätte die Uschi wesentlich besser informieren können, besser beraten können und was ist, jetzt ist sie irgendwo noch höher aufgestiegen. Naja. Und das ist halt irgendwie ganz komisch. Warum stellt unsere Regierung keinen Verteidigungsminister, der mal gedient hat? Ist euch das mal aufgefallen? Das ist total komisch. Ne? Also, wann hatten wir das letzte Mal einen Verteidigungsminister, der mal gedient hat? Das ist schon Ewigkeiten her. Ja, siehst du, Werkstattflügen, ne? Werkstattflügen, das hat ja schon irgendwie, ne? Ja, aber Kevin, was bleibt denn anderes übrig? Welcher Europäer baut nur ein gutes Kampfflugzeug? Keiner. Das ist es ja. Ne? Warum kaufen denn die Briten die F-35? Warum kaufen sogar dann irgendwann mal die Tschechen oder die Polen eine F-35? Ne? Die haben jetzt zum Beispiel, also die Polen und so weiter, selbst einige andere Ostblockstaaten, haben die F-16 damals gekauft. Ne? Weil die wissen, dass der Amerikaner genug Kohle hat, um halt eben die Flugzeuge zu entwickeln. Und da kommt auch nur Gutes bei raus teilweise. Naja, nee. Aber schaut euch mal die Flugzeuge an, die der Amerikaner macht. Die sind super. Die sind echt gut. Ja, Schweden und Franzosen mit der Grippen. Ja, auch. Franzosen, warum die Franzosen Flugzeug? Die Mirage höchstens. Aber trotzdem, die würde ich gerne mal im direkten Vergleich sehen mit einer F-18 oder sowas, ne? Und es ist immer noch besser, ein Flugzeug mit zwei Triebwerken zu haben, als ein Flugzeug mit einem Triebwerk, weil wenn mal was ausfällt, dann kann man notgedrungen immer noch mit einem anderen Triebwerk landen, ne? Also, ja. Ja. Es ist halt eben ein zweischneidiges Schwert. Und da können wir auch, was weiß ich, wie viele Stunden drüber debattieren, was besser ist und welche Nation vielleicht bessere Flugzeuge hat. Das würde hier teilweise dann auch den Stream sprengen. Ja, von der Rafael hörst du aber auch nicht so wirklich viel. Also ich weiß nicht, wie jetzt die Rafael ist, gegenüber dem Tornado oder gegenüber dem Eurofighter. Naja, Marco, aber
Wie kann denn zum Beispiel eine Fehlkonstruktion in so vielen Ländern exportiert werden? Also die F-35, die ist ja natürlich dann auch in vielen Ländern jetzt beliebt als ja, Flugzeug. Es gibt viele Nationen, die wollen die F-35 haben. Und ich wüsste jetzt nicht, was daran eine Fehlkonstruktion sein soll. Montes F-22 zum Beispiel ist so eine Sache, die hat der Amerikaner nur für sich selber gebaut. Die ist nicht zum Export freigegeben. Weil die wahrscheinlich so eine gute Technik hat, die sich der Amerikaner nur für sich offen hält. Damit dann quasi dann der Luftüberlegenheitsjäger F-22 eben nur für den Amerikaner halt ist, ne? Aber wie gesagt, Marco, was jetzt die F-22, die F-35 an Fehlkonstruktion ist, das würde ich jetzt gerne mal wissen. Das weiß ich gar nicht. Ja, siehst du, Kevin, und du siehst, was mit dem Eurofighter ist. Was es damals schon für Probleme gab. Und ja, also vom Eurofighter selber, naja, ich bin da nicht wirklich überzeugt von. Ob der nun so ein tolles Waffensystem ist. Es gab ja auch eine Zeit lang viele Probleme, wo er dann am Boden bleiben musste. Und ja, es ist halt eben auch so eine Sache, wo man dann Geld investiert. Und wenn man halt eben kein Geld investiert, sondern auch nur auf Sparflamme läuft, dann denke ich mal, hätte das Waffensystem Eurofighter auch ein besseres sein können. Aber wie gesagt, wenn halt eben überall gespart wird und die Leute dann eben sich so sagen, jo, wir möchten wirklich nur das haben, damit wir schön genug Geld sparen können, dann kommt wahrscheinlich auch nur das bei raus. Jo, Seppel, dann wünsche ich dir auch eine schöne Woche. So, wir haben jetzt hier erstmal alles lackiert und wir können den Sitz wenigstens noch einbauen. Der ist jetzt auch trocken. Und dann haben wir das Cockpit soweit auch fertig. Und der Sitz passt echt klasse. Und wir sehen eigentlich doch sehr viele Details von diesem Sitz. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Eingeklebt wird er mit Revell-Kleber, weil dieser Kleber etwas länger braucht zur Aushärtung, sagen wir es mal so. Denn wenn ich jetzt hier den super dünnen Kleber nehme, dann trage ich den Kleber auf und in der Zeit, wo ich den Sitz einbaue, ist der Kleber dann schon trocken. Und dann haben wir dann natürlich auch nichts gewonnen. So, der Remove Before Flight ist ein bisschen hochgekommen. Den drücken wir dann einfach ganz spontan wieder runter. So. Tada! Cockpit. Na klar, ein Flugzeugträger ist doch viel zu teuer. Unsere Angie wollte ja einen haben, aber was glaubst du, was dir da der Steuerzahler auf den Kopf steigt? Wenn die jetzt schon bei der Bundeswehr so viel am Sparen sind, werden sie mit Sicherheit keinen Flugzeugträger bauen. Und ob wir das überhaupt dürfen? Weiß ich nicht. Wenn wir jetzt anfangen, einen Flugzeugträger zu bauen, denkt doch die halbe Welt wieder, wir wollen den Krieg ziehen. Außerdem wäre das auch schwachsinnig. Wie war das? Irgendeine Nation wollte einen haben. Ich glaube, der Franzose wollte auch nochmal einen neuen Flugzeugträger bauen, zusammen mit Deutschland. So, und da hätte wahrscheinlich Deutschland wesentlich mehr bezahlt als der Franzose. Ja. Ja, ich denke mal auch, dass die Kooperation mit Dschihad, also im Panzerbau, ich weiß nicht, ich habe da immer noch Magenschmerzen. Ob da ein vernünftiger Panzer bei rauskommt, weiß ich nicht. Aber das ist dann zum Beispiel eine Sache, die können wir am nächsten Sonntag bequatschen. Und dann haben wir schon mal ein super tolles Thema, womit wir dann selber. Ja, klar, hat der Franzose einen, aber der ist schon mittlerweile so alt, die Franzosen brauchen auch einen neuen und dementsprechend wollten sie mit Deutschland dann in den Vertrag treten, so nach dem Motto, ey, komm, wir bauen gemeinsam einen Flugzeugträger, weil der Franzose sein, wie heißt der denn jetzt, war es jetzt der, nee, der Leclerc war der Panzer, der Charles de Gaulle, ne, der ist ja mittlerweile auch schon ein bisschen älter.
Und deswegen suchen sie auch eine neue Alternative, weil der Franzose auch nicht so viel Kohle hat, um so wie der Ami fast jedes Jahr einen neuen Flugzeugträger rauszuhauen. Ne? Naja, ich bin ja mal gespannt, was das noch so alles wird. Nun gut. Okay, und deswegen wird auch das Projekt Leopard 3 extrem lange dauern, bis es verwirklicht wird. Ob da überhaupt was kommt, wage ich auch noch zu bezweifeln. Dann gibt es wahrscheinlich ein Leopard 2A8 bis A10 oder sowas, keine Ahnung. Wenn man schon alleine sieht, wie lange der M1 Abrahams-Panzer schon auf dem Markt ist und davon es nicht so viele Neuerungen gibt wie vom Leopard zum Beispiel, ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Obwohl, ne, je mehr Gewicht kommt, dann müssen wir halt vielleicht das Fahrwerk umbauen. Wer weiß. Gut, aber so wie dieser komische Genesis-Panzer da auf Hydro-Basis, Wasserstoff-Basis da, halb Elektro, halb Diesel, ich glaube auch nicht, dass das die Zukunft ist. Nun gut, hätte Gott gewollt, dass wir Benzin sparen, hätte er uns nicht den V8 geschenkt. Gut, in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt mir alle gesund und wir haben auf jeden Fall diesmal ein bisschen mehr geschafft als beim letzten Mal, auf jeden Fall sehen wir mehr. Und ja, Cockpit fertig, Flügel sind schon so gut wie fertig. Da schaue ich dann nochmal nach, wie denn die Kante wirklich sein muss. Und dann sehen wir uns nächsten Sonntag. Also, ich wünsche euch was und dann eine schöne Woche. Bei Fragen, Anregungen und so weiter und solltet ihr noch ein bisschen Merchandise haben wollen, dann sagt mir bitte Bescheid, entweder E-Mail oder Facebook und dann schaue ich, was ich da für euch machen kann. Es gibt viele, viele schöne Sachen und einige Bestellungen sind auch schon rausgegangen. Die kommen dann nächste Woche bei den Leuten an. Gut, also, ich wünsche euch was. Macht's gut. Sit.